Und herzlich willkommen. In dem jetzt folgenden Video wollen wir uns vor allem mit dem hier zu sehenden Berg beschäftigen, der hier vor uns liegt. Und wir wollen vor allen Dingen mal schauen, was wir dort in diesem Berg alles finden. Ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht, wo ich mal nur mit DGM-Bildern gezeigt habe, dass man dort als einziges Bekanntes tatsächlich heute noch eine Einfahrt in den Berg finden kann. Und ihr werdet es nicht glauben, als ich dort angekommen bin, ich hatte ja immer die anderen Bilder und die DGMs in der Hand gehabt, aber jetzt vor Ort hat sich etwas gezeigt, was so noch nie zu sehen war. Man hat die Originalgleise wieder hingebaut. Die nutzt man jetzt für den Steinbruch, aber sie gehen genau bis zum Tunneleingang. Also der Fachmann sagt Tunnelmund. Aber das ist tatsächlich gemacht worden und wir waren vollkommen überrascht, was hier die Drohne gezeigt hat. Denn aufs Gelände selber kommen wir ja nicht rauf. Wenn ihr jetzt Lust habt, hier ein Abo zu lassen, wäre es sehr schön, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls ihr mal entsprechend beigehen wollt und das Ganze liken wollt, selbstverständlich, wir würden uns freuen. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Unterstützern, denn wir haben wieder ein paar Spenden bekommen. War sehr, sehr nett gewesen. Das hilft uns natürlich weiter, denn wir haben wirklich Corona und jetzt auch der Krieg. Das hat die Sachen mit den Führungen ganz schön zurückgeworfen. Wir haben dieses Jahr ein paar Führungen, aber ich muss euch sagen, es ist ungefähr nur noch 30% dessen, was wir sonst machen. In dem Sinne, danke mich und wünsche jetzt beim kommenden Video viel, viel Spaß. Es ist immer gut, dass man solche Sachen vor Ort ansieht. Nicht nur im Video irgendwelche Karten besprechen, sondern hier tatsächlich vor Ort fahren und sich das Ganze mal genauer anschauen. Denn das Gleis, was ich jetzt hier im Vordergrund habe, ich zeige es gleich nochmal in einem anderen Bildausschnitt nochmal besser. Dieses Gleis ist ja hier die Zufahrt und dieser Bahnbetrieb, der ist voll am Arbeiten, da stehen noch Loks rum, da wird richtig gearbeitet und das Gleis, was ich jetzt hier mal in der Nahaufnahme zeige hier, dieses Gleis ist tatsächlich das Anfahrtsgleis, das Originale noch, was damals benutzt worden ist, um in den Tunnel hineinzufahren. Es wird heute noch benutzt und ist jetzt im hinteren Teil sogar erneuert worden. Das ist eine interessante Entwicklung. Ich bin dann mal über den Zugang zu diesem Stollen gelaufen, habe mich auf dieses Bergwerksgelände bewegt und habe hier den Weg gefunden in die Richtung zur Einfahrt. Also ich stehe jetzt hier schon an dieser Stelle auf dem Tunnel und versuche hier im Dickicht etwas ranzukommen. Bis zur Schräge bin ich rangekommen, aber tatsächlich, es gibt keine Möglichkeit, nahe ranzukommen, ohne dort aufzufallen. Es gibt ja Wachtschutz und in der Woche, wo ich da war, war halt auch dieser ganze Bereich bearbeitet. Es sind LKWs gefahren, da sind Bagger gefahren. Also da ist eine Menge unterwegs gewesen und deswegen kann ich jetzt hier erstmal sozusagen nur die Kante zeigen, die dann runterführt. So weit habe ich mich vorbewegen können, aber leider eben nicht bis an die Gleise. Stattdessen konnte ich tatsächlich auf dem Rückweg einige Bilder machen über den jetzigen Steinbruch. Und das Interessante ist, rechts der Einfahrt und auch links der Einfahrt wird gewaltig der Felsen, der Berg abgebaggert. Da werden schöne Steine draus gemacht, da werden Platten draus gemacht und natürlich auch Schotter für die Straße. Aber das Interessante ist, der Bereich, der hier so ein bisschen auch kuppelartig ist, wo jetzt, wo die Kamera drauf zeigt, genau der Tunnel drunter durchgeht, diese Stelle, die wird nicht weiter bearbeitet. Da getraut man sich nicht ran, sondern man hat tatsächlich es gewagt, diesen Teil als Bahngleis zu benutzen. Ihr seht das jetzt hier sehr gut. Rechts der Steinbruch, links der Steinbruch, in der Mitte dieses grüne Wäldchen. Und da drin ist versteckt die Einfahrt. Genau so hat man schon damals gearbeitet und heute ist es eine ganz große Überraschung für mich gewesen, dass man jetzt hier an der alten Stelle wieder zwei Parallelgleise sieht. Das heißt also auch die Gleisbreite mit zwei Gleisen, die eingefahren sind, ist
bestätigt. Und ich lasse jetzt mal die Drohne genau auf diesen Eingangsbereich zufliegen. Also da ist auch im Gelände genau an dieser Stelle eine sehr starke Erhöhung, die direkt da reingeht. Die ist natürlich, die hat man hier genutzt. Und bis heute hat man das so gebaut, dass jetzt an der alten Stelle dahinter, sozusagen wo die Bäume stehen, ist die alte Einfahrt dahinter versteckt. Und man hat es tatsächlich ausgebaut, um dort entsprechend zu fliegen. Und wir gucken jetzt mal auch hier wieder direkt. Denn genau unter diesem Berg befindet sich nach unseren Quellen die Anlage Seehund. Das ist eine Marineanlage. Und das wird auch die Stelle sein, wo mein Großvater, so steht es jedenfalls in den Akten drin, seine Marinearbeit gemacht hat, als 1944 abkommandiert, zur U-Verlagerung von Maschinenteilen der Großkampfschiffe. Das hat er mir mit 5 Jahren selber erzählt. Und wir gehen davon aus, dass er da halt reingefahren ist. Soweit habe ich das auch schon mal nachgedacht. Vollziehen können. So, ich wiederhole mich dann nochmal. Hier zwischen den Häusern ist ja bei Google Earth tatsächlich noch ein Zug auf den Gleisen zu sehen. Die hat es immer noch gegeben. Jetzt hat man tatsächlich die Gleise verlängert und hat sie dann bis an diesen Kern hineingebaut. Vielleicht und hoffentlich kommt es mal geheimerweise dazu, dass man die Anlage öffnet und vielleicht sogar militärisch nutzen könnte, weil für die Polen, wenn die jetzt mit ihrem Krieg in der Ukraine sich da beschäftigen, könnte es ja sein, dass man diese Anlage vielleicht nutzen will. Das ist wie gesagt nur Spekulation, aber hier seht ihr nochmal die Drohne, wie sie halt über diesen Steinbruch fliegt und nochmal in Richtung auf diesen Berg zuzeigt, was wir da haben. Um das Ganze jetzt noch etwas besser erklären zu können, wechseln wir mal die Ansicht von dem Live-Bild auf das DGM, das digitale Geländemodell. Wir haben die Möglichkeit, auch in Polen diese Bilder, sozusagen diese Bodenbilder anzusehen. Es ist ja eine abgetastete Fläche mit dem Laserstrahl. Und das Interessante ist, hier werden dann alle Bilder, alle Gebäude, der Welt, alles rausgerechnet. Man sieht also den nackten Boden. Hier sehen wir mal den Berg, um den es geht. Darunter soll die Anlage Seehund sein, plus eine Anlage zur Plutoniumherstellung. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber das Interessante ist halt hier, wie gesagt, die Einfahrt. Und hier mitten im Bild der senkrechte dunkle Fleck, der runterkommt, das ist dieses Bahngleis, von dem wir reden. Und wir haben auf der rechten Seite einen Steinbruch und natürlich hier auch auf der linken Seite. Die Mitte, der Originalberg in der Mitte mit der Einfahrt, wird definitiv nicht angetastet. Das muss eine Erklärung mit der Eisenbahneinfahrt haben. Und ich schwenke jetzt mal, also wir blicken jetzt Richtung Süden, damit wir mal jetzt hier mal genau sehen können, wie diese Einfahrt ist. Ich versuche das mal genau ranzuzoomen, dass man sich's mal erklären kann. Ihr seht auch links unten diesen kleinen Damm, der da drin ist. Man hatte das Ganze tatsächlich komplett mit Wasser angestaut. Und das hat man jetzt alles geändert, indem man bis zur Einfahrt vorne ran das Gleis herangelegt hat. Ich versuche das Ganze zu zoomen. Ihr seht auch schon im Hintergrund den Berg, um den es geht. Also diese Einfahrt ist so perfekt, dass man da tatsächlich genau unter den Berg heruntergefahren ist. So, hier sehen wir jetzt nochmal diese Wanne, in der diese beiden jetzigen nochmal zu sehenden Gleise sind. Also man kann auch definitiv davon ausgehen, dass es eine zweispurige Einfahrt war. Und das ist eben das jetzt Perfekte daran, dass wir das jetzt mal auch richtig zeigen können. Ich schwenke jetzt gleich nochmal auf den Berg, nochmal auf die Totalansicht, damit ihr das nochmal seht. Das ist also das, wohin diese Tunneleinfahrt geht. Das geht genau unter diesem Berg herunter.
Man muss es also tatsächlich sagen, uns haben tatsächlich die Gleisbauer, die hier dieses den Steinbruch immer weiter erweitern, einen riesigen Gefallen damit getan. Ich bewege uns jetzt noch einmal mit der Drohne, und zwar von dem entsprechenden Gelände hin in Richtung zu dem zweiten Objekt, das im Zusammenhang steht mit der unterirdischen Anlage. Das heißt, die Drohne fliegt jetzt genau über ein entsprechendes Gelände und dieses Gelände ist dann natürlich auch noch dafür verantwortlich, dass wir uns überhaupt für diese Sache interessieren. Denn die ehemalige Brauerei, die hier in diesem Ort war, hat einige Tunnel, die genau in den Berg hineingehen, die auch für Taucher sehr interessant, aber auch vielleicht lebensgefährlich sind. Aber das Interessante ist dabei vor allen Dingen eben, dass die Tunnel der Brauerei in den Berg hineingehen. Denn das wirklich glasklare Wasser, das dort heute noch aus dem Berg innerhalb der Brauerei rauskommt, die Tunnel sind nämlich überflutet, das ist das Interessante. Die Tunnel führen in den Berg hinein. Man hat sich damals das Wasser dort besorgt, weil es glasklar ist. Und wir vermuten, dass die Tunnel in Verbindung stehen mit dieser Anlage. Ja, ist okay. We can slow and easy. No problem. Actually, if you want to see everything here, so one day is probably not enough. So, yeah. Oh yes. I'm okay. Ja, ihr werdet gleich die Kante hier im Video sehen. Und wer dann dort sehen, da ist die Kante schon zu sehen. Da geht es senkrecht runter. Also wer da jetzt so versucht, da so ein bisschen ranzulaufen, das ist ziemlich kaltes Wasser. Da sollte man plötzlich vorsichtig sein, nicht schwimmen gehen. Aber da gehen mehrere Gänge von weg. Das war hier mal die Entnahmestelle sozusagen. Von da aus kamen die Rohre hoch, die das Wasser zum Brauen der Biere entsprechend angeliefert haben. Und wir gucken hier gerade mal so ein bisschen in diesen Schacht hinein. Da wird von Tauchern viel genutzt. Da hängt eine Leine dran, die geht durchs Wasser durch. Da haben die sich schon eine Leine gemacht. Die gehen also hier öfters mal drin tauchen. Und ja, das wäre was für Katrin. Kam direkt aus dem Berg. Und da wird heute noch getaucht drin. Katrin, na, das ist was für uns. Für den Tag, dass du mal so richtig willst. So, ich mache jetzt nochmal richtig Licht an. So. Und da unten seht ihr die Höhle, den Eingang, den Tunnel. Hier geht es also weiter. Und das Interessante ist, das Wasser kommt hier raus und drückt aus dem Berg noch und fließt hier also raus. Das ist eine Menge Müll hier, aber trotzdem eine ganz geile Geschichte. Okay. Ihr seht hier, das Wasser fließt hier tatsächlich immer noch raus, kommt immer noch aus der Halle, fließt hier über Umwege dort in den Gully wieder ab. Gleiche Etage runter, also das sind mehrere Mauern dazwischen. So, hier sind wir jetzt im Brauereibereich. Kann man wieder mal sehen, hier geht es nach oben, ist zugemacht worden. So. Ja, schöne Fliesen. Wir gehen mal gucken, was wir hier haben. Oh ja, hier wird es etwas größer. Wie gesagt, wir sind immer noch in Richtung auf den Berg. Ja, hier standen die Biertanks. Das Gewölbe kennen wir ja irgendwo her. Aber es muss wesentlich älter sein. Oh ja, schöne große Anlage. So.
Ja. Hier muss man aufpassen. Hier ist Schluss wahrscheinlich. Ja, ich danke jetzt schon mal dem Kollegen, der mich mitgenommen hat. Hier ist ein Bulle. Ich habe ihn einfach angesprochen und hat soweit geklappt. Aber hier ist dann Schluss. So. Ja, hier hat man Bier gebraut. Mine of Chromie. I don't know now. I show you later. So, von da sind wir gekommen. And this is the way out. Hier kann einer Tetris spielen. Achtung, Wasser. Aber hier haben wir denselben Halleneffekt. Da hinten ist Schluss. Komm jetzt. No, 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 no. Er hat's gesehen. Er glaubt, da hinten geht's weiter. Okay, er kam. Also, nicht immer sofort schreien, dass da was Schluss ist, aber manchmal ist da mehr. Ah ja, was haben sie denn hier gemacht? Oh, das ist jetzt... Ja. Jetzt habe ich ein Problem mit meinem Rücken. Ah, ja. Ah, ja. 1, 2, 3. Yes. I go outside. Okay. Tja, Leute, hier sind wir wieder an dem Tunnel zum Tauchen. Drei Gänge gehen hier unten lang. Und das scheint man hier nach oben schon fertig gebaut zu haben. Wir sind jetzt hier also in einer richtigen Höhle. Ich muss das mal von so beleuchten, dass ihr das mal seht. Und da unten ist, wie gesagt, wieder dieser Tunnel, wo die drin tauchen. Ist scharf, ne? Und hier seht ihr den Felsen. Absolutes Granit. Also das ist schon echt heftig. Ja, schöne Sache, ne? Von der anderen Seite. Gut. Und hier hat man das Ganze dann versteckt. Ja. Und das kennen wir doch auch irgendwo her. Die vorgesetzte Wand. Das ist interessant, ne? Das ist das alte und da ist die alte Wand und da hat man dann diese Spritzmatte davor gesetzt. Warum wohl? That is interesting. You can't trust every wall. Yes. Yeah, but for what do you need isolation? You only. Because if you want like beer, and beer must have low temperature. Yes, you need a cold. And here comes the ice. Yeah. Here is a hole for the ice. Probably, yeah. Yeah. Ah, ihr seht das mal, wie hoch das geht. Na, da oben kann das Eis rein. So. Ja, das ist ja interessant. Also man kann hier hinter jeder Wand irgendwo was vermuten. Die Wände sind hoch. Ob das immer so sehe.
see these two horses was more important. Yeah. I will see this one again because maybe someday I will be driving. We can talk together. Then I am diving teacher. Yes. What kind of school you are? PETI and CMIS. SMAS. Yeah. Ah, good. The same too. So you diving in the caves? Maybe. No problem. No problem. okay. I show you here first. Yeah, we go. We can go outside and we come back here. Let's have a walk. Look, it's very old rocks. Yes, yeah? Yes, that's right. Granit. Now we can go outside and ja, sieht nicht aus wie Granit. Das ist ein sehr starker Gesandstein. Das ist kein Granit. Sieht aber so aus. Na gut. Habe ich mich wieder geirrt. So, wir gehen mal raus. Ja, das macht doch Spaß hier, oder? Jetzt möchte man wissen, was hier 45 los war. Ja, und an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt erstmal von diesem Video und hoffen, dass ihr wieder zuschaltet, wenn ich den zweiten Teil dieses Videos einstelle. Denn jetzt geht es erstmal in die richtigen Katakomben. Das, was wir bisher gemacht haben, war ja sozusagen ganz einfach begehbar. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für den Like und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!